Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Mosse-Lecture unserer Reihe in diesem Semester unter dem Titel Theater der Gegenwart. Leider wieder nur in Form sehr eingeschränkter Präsenz im realen Raum. Und damit ein weiteres Mal konfrontiert mit dem Auseinanderfallen von Präsenz und Gegenwart. Oder sollte ich sagen, nicht konfrontiert, sondern inspiriert, vielleicht sogar geschärft inspiriert durch das Auseinanderfallen von Präsenz und Gegenwart. Durch die Frage nach dem Realitätsstatus unserer Räume, nach den Organisationsformen unserer Gegenwart oder dessen, was als Gegenwart gilt, also nach dem Realismus der Gegenwart überhaupt. Über die Performance des Gegenwärtigen haben wir hier in diesem Semester schon gesprochen. Berikowski, Intendant der Komischen Oper Berlin, ging in der letzten Mosse-Lecture im Dezember so weit zu sagen, die Zukunft interessiere ihn überhaupt nicht als Kategorie. Er setze auf die Performance des Vergangenen und des Gegenwärtigen. Dem würde Milo Rau möglicherweise widersprechen, hält er doch in einer Poetikvorlesung zum Theater als Präsenzmedium fest, ich zitiere, Theater stellt Gegenwärtigkeit her, Gegenwärtigkeit von Vergangenem, aber auch von Zukünftigem. Dabei ist ja die theatrale Gegenwärtigkeit zugleich durch die ephemere Kunstform der Theateraufführung herausgefordert. Denn zum einen ist das Theater, weil es nur im Moment sichtbar wird, in diesem Moment voll gegenwärtig. Zum anderen ist die im Theater quasi gesteigerte Gegenwärtigkeit ja zugleich immer schon wieder im Verschwinden begriffen, was wiederum den Reiz der Präsenz anfacht. Kein Wunder also, dass, wie immer bei den Mosse Lectures, aber bei diesem Thema besonders, künstlerische Positionen zur Frage nach dem Theater der Gegenwart zum Zuge kommen. Berikowski für das Musiktheater, der Prosaautor Jonas Lüscher, den Sie in 14 Tagen im Gespräch mit Hans-Ulrich Gumbrecht erleben können und die Filmemacherin Ildiko Enjedi, die ihre Mosse-Lecture in 4 Wochen am 10. Februar halten wird. Heute Abend freuen wir uns sehr, dass der Theater- und Filmautor und Regisseur Milo Rau unserer Einladung gefolgt ist. Milo Rau ist mit vielen Theaterstücken und Inszenierungen hervorgetreten. Ich denke, einige hier haben seine Stücke beispielsweise an der Schaubühne gesehen, etwa Lenin oder auch das Stück Mitleid, die Geschichte des Maschinengewehrs oder auch die letzten Tage der Ceausescus im Hau-Theater. Es sind die Auseinandersetzungen mit Zeugenschaft und die Vergegenwärtigung des Vergangenen, aber auch die offensive Fiktionalisierung und Performativität, die diese und viele seiner anderen Theaterarbeiten prägen. Zu seinen bekanntesten und weitreichendsten Aktivitäten zählt die Gründung symbolischer Institutionen, so nennt Milo Rau sie, wie das Kongo-Tribunal und die General Assembly, die Gründung des ersten Weltparlaments im November 2017 in Berlin. Seit 2018 ist er künstlerischer Leiter des niederländischen Theaters Gent, von wo aus er beispielsweise die School of Resistance gegründet hat, eine weitere symbolische Institution, die ästhetische Praktiken des Widerstands erprobt und reflektiert und dies 2020 in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste in Berlin zur Diskussion gestellt hat. Für seine Arbeiten wurde und wird er ausgezeichnet mit Preisen und Ehrendoktorwürden, zusätzlich zu seiner eigenen Promotion, die er über die Ästhetik des Reenactments erstellt hat. Ausgezeichnet unter anderem mit dem Schweizer Theaterpreis und dem Peter-Weiß-Preis. Zuletzt 2021 mit dem Schweizer Filmpreis in der Kategorie Bester Dokumentarfilm für seinen Film Das neue Evangelium. Sprechen wird Milo Rau heute mit Karin Krauthausen, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, die hier an der Humboldt-Universität im Exzellenzcluster Matters of Activity, Image, Space, Material tätig ist, dem großen Folgeprojekt des vorherigen Clusters Bild, Wissen, Gestaltung, in dem Karin Krauthausen ebenfalls mitgearbeitet hat. Ihr Interesse an Fragen des Bildes und seiner materiellen, medialen, epistemologischen Dimension
an Fragen auch des Verhältnisses von Wahrnehmung und Wirklichkeit, zeigt sich beispielsweise in ihrem Buch Zeichnen und Schreiben bei Paul Valéry sowie in einem Band, den sie zusammen mit Stefan Kammer herausgegeben hat, Make It Real für einen strukturalen Realismus, im Jahr 2020 erschienen. Nennen möchte ich zudem einen weiteren Band, den sie zusammen mit Rebecca Ladewig herausgegeben hat. Ein Band, in dem es unter anderem um prekäre Räume und die Technik des Ephemeren geht, aber ich glaube nicht ums Theater, sondern um die Hütte. Unter dem Titel Modell Hütte von emergenten Strukturen schützender Haut und gebauter Umwelt 2021 erschienen. Karin Krauthausen wird jetzt mit Milo Rau zum Thema Performance und Politik ein Gespräch führen. Und im Anschluss an das Gespräch können auch Sie hier im Senatssaal und Sie am anderen Ende des Livestreams sich beteiligen über die Chatfunktion in YouTube oder per Mail an die Adresse mosse-lectures@hu-berlin.de. Karin, du hast das Wort. Vielen Dank, Ulrike Fedder. Milo, ich glaube, wir fangen gleich an. Du bist einer der bekanntesten Theaterregisseure der Gegenwart und hast durch die Übernahme des Theater Entegent natürlich auch nochmal eine ganz große Wirksamkeitsbühne erreicht. Also das heißt, dass du wirklich dein Programm auch nochmal viel weiter durchführen kannst. Und du hast das auch angekündigt mit dem Genter Manifest, das sehr klare Positionen bezieht, fast nach Art eines Dogmas. Und darin steht unter anderem, dass aus vorhandenen Klassikertexten bei der Aufführung höchstens 20% der Vorstellungsdauer genommen werden dürfen, aber auch, dass der Produktionsvorgang, also Recherche, Casting und Proben, öffentlich zugänglich sein muss. Und der wahrscheinlich auffälligste und für deine Arbeit sehr typische Punkt ist, dass mindestens eine Produktion pro Saison in einem Krisen- und Kriegsgebiet stattfinden muss. Und zwar entweder als Produktion oder als Aufführung, als Probe, was auch immer. Könntest du deinen Weg in dieses Programm schildern, also welche Stücke und Erfahrungen auch mit anderen Stücken von anderen Regisseuren für dich da prägend waren und was für dich eigentlich Theater der Gegenwart ausmacht? Entschuldigung, ja. Vielen Dank für die Einladung und für die sehr interessante Frage. Ich will ganz kurz mit einer ganz, ganz minimalen Richtigstellung anfangen. Ich habe nicht promoviert über die Ästhetik des Reenactments. Das hat leider nicht geklappt mit der Promotion. Ich wünschte, es hätte, aber es hat nicht. Genau, das als kleine Einschränkung. Ich war da schon viel zu sehr aktiv, vielleicht auch, um da die Konzentration zu haben, das abzuschließen, meine eigene Promotion. Wie kam ich zum Genter Manifest? Im Grunde ist für mich, hing das zusammen mit der Übernahme dieser Institution, des Entegent. Ich dachte mir, wenn man an ein Haus geht, dann ist dieses Haus ein Projekt und ist ein ästhetisches Programm als Institution. Und ich dachte mir, ich bin in vielen Theatern tätig gewesen als Regisseur oder in Fernsehsendern und in Radiosendern, Universitäten. Und ich habe mich immer darüber gewundert, dass es sehr viele implizite Regeln gibt, die man mit der Zeit erfährt, aber im Grunde werden sie nicht explizit bekannt gemacht. Und wir haben drei Häuser in Gent und wir haben überall eine Tafel dran gemacht und auf der Tafel steht das Manifest und da steht drauf, wie wir drin arbeiten wollen. Es hat sich gezeigt, dass diese Regeln ästhetisch ziemlich offen sind, aber ich wollte im Grunde, indem ich es explizit mache, die Arbeit selbst politisieren und das hat verschiedene Ebenen. Das hat die Ebene, dass es nicht Premieren gibt, an denen Zuschauerschaft und Macherinnen aufeinandertreffen, sondern das ist ein Produktionsvorgang, der wichtiger ist als das Produkt. Das heißt, dass man in die Proben kommen kann. Man hat das Recht, in die Proben zu kommen. Wenn jemand fragt, kann ich zu einer Probe kommen, dann sage ich, du hast das Recht. Ich kann es hier nicht absprechen. Also man muss den Menschen die Rechte geben, man muss sie auch mit einem Schlüssel versehen, damit sie einen kritisieren können, dachte ich mir. Weil oft ist es ja so, man tut das eine auf der Bühne und in der Institution und das andere steht im Abendspielheft, im Abendprogramm. Da stehen die Utopien und die wunderschönen Sachen, das soll nachhaltig sein. Und auf der Bühne hat man dann einfach eine Premiere und dann gibt es eine Kritik und das war dann die Begegnung zwischen Theorie und Praxis. Und das wollte ich eigentlich alles mal
nebeneinander legen. Es hat sich gezeigt, dass da arbeiten Leute, die sind so unterschiedlich wie ich, Angelika Liddell, Alain Platel, Luc Perceval, Mit Warlock. Also ich meine, das sind erst am Montag, das sind Ästhetiken, die haben nichts, absolut nichts mit meiner Ästhetik zu tun. Das Klassikerverbot war für mich natürlich, wie kommt man vom Adaptieren, was die Geißel des bürgerlichen Theaters ist, zurück zum Kreieren. Also dass die Leute, die zusammenfinden, wirklich aufeinander eingehen wollen, weil es gibt nicht einen abwesenden Dritten, nämlich den Text. Den gibt es nicht. Den müssen wir herstellen. Es herrscht also ein gewisses Horovakui, eine Panik. Und dann muss man plötzlich ins Arbeiten kommen. Man muss plötzlich, jeder muss mitmachen, jede, weil sonst wird das nicht klappen bis zur Premiere. Die andere Frage ist, was bleibt nach der Premiere? Du hast mein Gendern-Manifest, Punkt 8. Jedes Jahr eine Produktion in einem Kriegs- oder Krisengebiet. Aber sehr wichtig ist der Nachsatz, ohne kulturelle Infrastruktur. Also, dass die Produktion etwas zurücklässt. Wir werden später über Mosul sprechen, Orest in Mosul. Das hat dazu geführt, dass dann an dieser Kunstakademie, wo wir das inszeniert haben mit den Studentinnen, jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, unsere Filmhochschule, die wir gegründet haben, das Department zusammen mit der UNESCO, da Platz gefunden hat, dass da jetzt Technik hinkommt, dass da eine Blackbox hinkommt, dass die Leute weiterarbeiten. Also da ist eigentlich das Projekt, das Theaterstück, das Alibi für eine Solidarität, für eine Zusammenarbeit und für eine Produktion, die vielleicht gar nicht vorgesehen war. Vielleicht werden da jetzt Filme gemacht und ich bin überzeugt, also ich habe jetzt, die machen die ersten 9 Filme und die haben natürlich Themen, Macharten und so weiter, die auf die ich nie gekommen wäre. Also man gründet, man investiert etwas durch die Produktion, anstelle von, dass man einfach, und man öffnet die Distributionsnetze für die Leute, die beteiligt sind. Also man baut im Grunde neue Netzwerke, in dem andere Aussagen von anderen Akteurinnen möglich werden. Und das ist für mich das Wichtigste. Also wie öffnet man das Theater zur Wirklichkeit? Wie theatralisiert man die Wirklichkeit? Aber wie entsteht dann daraus auch ein anderes Theater, das nicht vorgesehen gewesen war? Und der letzte Punkt war für mich als Macher, also wirklich das eigentlich Wichtigste war wirklich, was ich am Anfang gesagt habe, deshalb wiederhole ich es nochmal, messbar zu sein, kritisierbar zu sein an dem, was ich sage, dass ich tun will, beobachtbar zu sein in dem, was ich und was andere tun. Natürlich gibt es das Veto des Ensembles, der Schauspielerinnen, dass man sagt, nee, das ist jetzt eine Szene, die müssen wir im kleinen Rahmen proben, da gibt es kein Publikum. Das ist natürlich, das sind keine stalinistischen Regeln. Das sind Ansätze. Es werden auch nie alle 10 Punkte durchgezogen. Es gab nur eine einzige Produktion, die Modellproduktion, wo alle Punkte vorkamen, aber normalerweise kommen nicht alle vor. Es werden nicht 2 Sprachen gesprochen in einem Monolog. Es wird nicht immer, keine Ahnung, in 3 Ländern und 8 Spielarten. Das ist ein Ziel, das aber nicht immer erreicht wird. Okay. Du hast gerade schon angesprochen mit dem Theatralwerden der Wirklichkeit und dem Wirklichwerden des Theaters. Ein Punkt ist ja auch vom Genter Manifest, dass die Darstellung wirklich werden soll. Und das ist was radikalisiert, was es immer wieder aufgetaucht ist und auch dein Buch zum globalen Realismus natürlich prägt. Also eine Frage, wie man das hinbekommen kann. Du hast es auch mal an 2 Konzepten, die für die Geisteswissenschaften auch sehr wichtig waren, erklärt. Du hast den Wirklichkeitseffekt von Roland Barthes aufgegriffen, aber in der Relektüre durch Jacques Rancière, das ja sehr stark politisiert. Du hast ein eigenes Konzept eigentlich der Allegorie. Und mit beiden hast du ja auch versucht, das zu fassen, was da passieren soll und passieren kann. Könntest du noch mal jetzt von heute aus dein Verständnis zum Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit bilanzieren? Und was ich gerne, glaube ich, noch hinzufügen würde, das Wirklichwerden der Darstellung geht natürlich nicht ohne das umgekehrte Prinzip. Und ich frage mich aber, ob in deinen Arbeiten nicht noch was anderes hinzukommt, was man vielleicht mit dem bezeichnen kann, was der Papst jetzt gerade als Cura di Realità bezeichnet hat. Das ist irgendwie mit Wirklichkeitspflege übersetzt worden, aber das trifft das eigentlich gar nicht. Denn er meint eigentlich eine Kur durch die Wirklichkeit. Also ob das nicht auch ein Element ist, ein Framing der Wirklichkeit, damit sie erfahrbar wird, damit sie sichtbar wird
und dass für den Zuschauer auch eine Art Kur durch die Wirklichkeit möglich ist. Ich denke, es gibt verschiedene Arten, auf diese Frage zu antworten. Natürlich, die einfachste ist vielleicht die Idee der Kunst oder der symbolischen Institution als Framing der Wirklichkeit. Ich war im Dezember im Kongo. Wir haben die sogenannten Kolwezi-Hearings gemacht. Das ist ein Weltwirtschaftstribunal, an dem alles echt ist, außer der Fakt, dass es dieses Tribunal nur auf der Bühne gibt. Es sind aber nur wahre Zeuginnen mit wahren Aussagen an wahren Orten über wahre Fälle vor Richtern aus Den Haag und aus dem Kongo. Also alles ist real, nur es gibt eine Weltwirtschaft und es gibt Verbrechen, es gibt aber kein Weltwirtschaftsgericht, es müsste es aber geben. Und das Interessante ist, indem man das herstellt, dieses Gericht, wird etwas unendlich Komplexes wie eben die Weltwirtschaft plötzlich erfahrbar, findet in einem Raum statt, hat Gesichter, Geschichten und eine Dramaturgie. Also es ist ein Tribunal. Natürlich ist die Tribunalform und die Tragödienform, wie man weiß, Orestes in Mosul ist ein Beispiel, wo ich darüber fast gearbeitet habe, gleich ursprünglich. Also das ist etwas, was Rancière spricht im Übrigen auch darüber, das ist etwas, was zu einem ähnlichen Zeitpunkt entsteht, die Idee des Bürgers, die Idee der Wahrheit, die Idee des Tragischen, also dass es Antagonismen gibt, die nicht überwindbar sind, weil sie real sind. Also dass es quasi diese Auseinandersetzung gibt und dass die Geschichte produziert. Und vielleicht ist das auch wieder ein Narrativ, das jetzt auch zum Ende kommt. Wer weiß es? Vielleicht ist das ein zivilisatorischer Zyklus, aber das ist einer, der mich interessiert. Dann ist die Frage der Figur. Wer tritt eigentlich auf? Also man spricht ja immer über Richard Sennett und irgendwie der öffentliche Mensch, der eben nicht der Private ist. Und es gibt im bürgerlichen Theater der Postmoderne ja bekanntlich als zwei antagonistische Konzepte. Das eine ist das Konzept der Darstellung, also der Schauspieler, der eine Rolle spielt und jemand anderes wird. Und auf der anderen Seite gibt es die Idee des Authentischen, wo Aneignung von etwas anderem, Appropriation und Böse ist. Also jeder ist, wer er ist, und das ist eben auch die Stärke, seine Kraft, seine Einzigartigkeit. Und ich glaube, was ich versuche, da sind wir bei der Figur der Allegorie, die ich selbstverständlich von Baudelaire geklaut habe oder von Benjamins Baudelaire-Interpretation, dass man im Grunde beides gleichzeitig ist, dass dies der theatrale Moment ist, dass man für alle steht, aber nur für sich selbst und man wird, also durch die Extremindividualisierung wird das Universale sichtbar. Wenn man genau auf meine Projekte sieht, wird man sehen, dass ich immer extrem genau auf etwas ganz Kleines schaue, um es als die ganze Welt zu begreifen. Ich habe ja bei Bourdieu studiert und der sagte so schön, wenn man nur nah genug auf etwas schaut, dann wird man die ganze Welt erkennen. Man kann jeden von uns, kann man alle möglichen Lebensweisen quasi erkunden in einer spezifischen Ausformung, die aber nicht heißt, dass alle anderen nicht daran erfahrbar wären und dass wir sie nicht verstehen können. Und ich glaube, all diese Sachen sind für mich extrem wichtig. Und wenn man sagt, die Wirklichkeit erscheint, dann ist es für mich eben eine strukturale Wirklichkeit, die erscheint. Es ist nicht die Wirklichkeit oder... Ich glaube, ein großer Irrtum über den Wirklichkeitseffekt ist auch, dass das etwas ist, was so als, oder sogar ein Irrtum, den im Grunde Roland Barthes selbst hatte, ist ja der Punktum-Moment. Den finde ich gar nicht so wichtig. Natürlich ist das Betroffensein von etwas, das geschieht, die tatsächliche Sterblichkeit, also der Fakt, dass seine Mutter auf dem Bild ist oder zum Tode verurteilte und der ist jetzt schon tot und der blickt mich an und da wird irgendwie etwas überwunden. Und da spricht etwas im Moment aus dem Reich der Toten und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig, das Geisterhafte, das Gruselige, auch das Tragische, das Heroische. Das, glaube ich, ist ganz wichtig für die Verabreichung der Pille Wirklichkeit. Was ich aber will, ist, dass sie in ihrer Struktur, in ihrer allegorischen Sinnhaftigkeit erscheint. Wie funktioniert das eigentlich? Und zwar nicht in einer brechtischen Distanz, sondern wirklich in einem Eindringen ins Bild, das in dem Moment real wird. Ich will nicht über die Wirtschaftsverbrechen im Kongo sprechen. Ich will, dass die Verbrechen in dem Moment wirklich auf der Bühne sind, dass diese Menschen anklagen, sich andere verteidigen, dass sie in ihrer agonistischen Form da sind und ich darin eintauchen kann als Zuschauer. Und das, glaube ich, ist, also das Verstehen und das Zeigen zugleich zu haben, ist natürlich der große Wunsch, der große theatrale Wunsch, den man versucht zu erreichen und der ergibt sich manchmal, oft ist es langweilig, oft ist es wirklich langweilige Theorie, manchmal ist es nur Emotion. Man kann in meine Stücke gehen, einige sagen, das ist spätbürgerlicher Sentimentalismus, andere sagen, das ist noch schlimmer als Brecht. Also das ist, wie soll ich sagen, und das ist halt die
die Idee, dass sich diese Kräfte treffen und dass es ab und zu zum Funktionieren kommt. Also Orest in Mosul, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ist natürlich ein gutes Beispiel für das, was du ausgeführt hast, weil es also nicht nur für das Programm von Genf steht, sondern eben auch eine starke Tribunalszene, eine Gerichtsszene hat, aber die ins Theater einbaut. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne eigentlich, also Kongo-Tribunal ist auch wunderbar, aber ich, weil wir auch eine Szene haben aus Orest in Mosul, würde ich eigentlich gerne in diese Produktion einsteigen und da was draus zeigen. Würdest du nochmal vielleicht dazu sagen, worum es genau geht und wie du das produziert hast? Also das ist ja nicht einfach die Tragödie von Aischylos, die Orestie, sondern es gibt ja die Kombination zu Mosul nach der Befreiung vom IS und deine Arbeit dort. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Teil gewesen, das Ganze. Kannst du da... Ja. Ja, im Grunde ist es ein Projekt, das wir gemacht haben mit Schauspielern vom Ente Gent und Schauspielern aus Mosul. Es hat sich dann gezeigt, dass wir dort waren, das war noch vor Covid, das war 2019, dass es nicht möglich sein wird, mit ihnen zu tun. Und dann haben wir begonnen, Sachen aufzuzeichnen und haben im Grunde diese, das ist ja eine Trilogie, die herrscht, der Kreislauf der Rache, also die Clytemnestra bringt Agamemnon um, der Sohn Orestes rächt seinen Vater, bringt Clytemnestra um. Dritter Teil, er wird von den Göttinnen der Rache verfolgt und Schluss wird er freigesprochen. Es ist die Geburt des Verzeihens, die Geburt der Demokratie, weil es ist eine Abstimmung. Die Ratio siegt über die tribale Gesellschaft. Ne? Die moderne Gerechtigkeit siegt über den Kreislauf der Auge um Auge. Das Neue Testament über das Alte und so weiter. Und das ist eigentlich der Moment, der dritte Akt, der mich interessiert hat in Mosul, wo ich seit 2016 hingereist war, also in die Nähe. Es wurde dann 17 befreit vom Islamischen Staat. Ich hatte Empire gemacht und später haben wir begonnen an Orest in Mosul. Und das ist eine Stadt, die wurde beherrscht von der übelsten Form, könnte man sagen, einer dschihadistischen Gesellschaft. Also sogar noch vor dem Islamischen Staat, also im selbsternannten Islamischen Staat gab es Al-Qaida und noch vorher war Saddam Hussein, aber im Grunde haben wir uns gefragt, ist es möglich zu verzeihen? Weil das ist wirklich die Extremform der Gesellschaft, die gezeigt wird in den ersten zwei Teilen der Orestie. Ist dieses Verzeihen möglich? Und die Szene, die wir jetzt angucken, ist im Grunde eine dokumentarische Reinterpretation dieses Schlusstribunals. Wir haben uns gefragt, wie machen wir das? Und dann haben wir auch gemacht, wir machen diese Abstimmung noch einmal. Ist das Verzeihen möglich? Und ich glaube, das ist die Szene, die du ausgesucht hast. Ja, wobei ich nur die eine Hälfte zeige, also nur das inszenierte Tribunal, sonst wäre es zu lang, es wäre etwa 7 Minuten. Aber okay. Wir schauen uns das jetzt mal an. In deel 3 van de Orestea vluchten Orestes en zijn vriend Pylades, achtervolgd door de wraakgodinnen naar Athene, stad van de democratie. De burgers hebben sinds kort het juk van de oorlog van zich afgeschud. De straten lopen vol met leergierige mensen, alles is nieuw. De oorlog van iedereen tegen iedereen is voorbij. Ze komen bij elkaar om recht te spreken over de twee moordenaars. Moeten ze worden vergeven of moeten ze worden gestraft? Divine Athen, hear me. Apollo directed me to a temple, and here I stand in front of you, surrendering my trial, my hope, my life to your judgment. أثينا ما تقدر تساعدك. هسه لازم تدفع الثمن. الحرية الخارجة عن القانون هي الشر. الإنسان ما يقدر يسوي خير إذا ما يمر بعواقب الشر. والآن أنا مندهشة. من أنتم؟ من أنتم لتصدروا الأحكام؟ اسمحوا لنا لنكون عادلين واسمحوا لي
بأن أتذكر لسان العدل للعقل. حان الوقت للتصويت. أولئك الذين يصوتون للانتقام يرفع يداً. وأولئك الذين يريدون السلام يرفع يداً. هذه الأغلبية سأضم صوتي إلى السلام أيضاً. لا تحكي الحرب الأهلية كثير. الخبيث من كل سوء فهم حتى لا تقسم المدينة مرة ثانية. ما يصير. القاع عقلها من قسمة إلى قسمين وكل قسم واحد ضد الآخر. لا ما يصير. ماكو. ينطي 30 عقل واحد كل العقل. مثل الزواج ينطي 2 من الغرباء. طفل واحد. سلسلة القتل يجب أن تأتي إلى نهايتها. لقد تمت تبرئة أرستوس. انتهت الحرب. انتهت الحرب. هذا كان آخر مشهد صورناه بالموصل. مشهد غريب. إنك تعفو عن قتلة بمدينة الناس كانوا متعذبين تحت سلطتهم. وليس أكو ناس موالين لهم بعدهم عايشين بالمدينة ما حد يعرف إذا راح يرجعون للحكم. ختام اللي تمثل أثينا متدينة قحي. زوجها قتلوه القاعدة بس بعدين بالست شهور الأولى تعاونت ويا داعش وحتى تحمي بناتها إلى أن طلعتهم برا البلد. سألنا ختام إنه نسوي مرة ثانية محكمة من جديد. الشباب يقولون بي رأيهم الحقيقي. نعفو عن المقاتلين ونقتلهم. Hier würde jetzt die zweite Tribunalszene beginnen. Also es sind zwei Tribunalszenen. Ich gehe jetzt mal auf Bildschirm stoppen. Okay, also das sind jetzt, das war nur die eine Hälfte, die eine Tribunalszene in Mosul als Teil der Inszenierung. An zwei Orten trotzdem präsent, in Mosul und in dem Theater. Ich weiß nicht, welches Theater jetzt die Aufzeichnung war, ob es das Genta-Theater war oder die Buch, wahrscheinlich die Genta. Es kommt jetzt nochmal die Wiederholung der Szene in Mosul. Oder vielleicht erzählst du es, Milo, welche Szene jetzt, also was sich jetzt nochmal anschließt, welches Tribunal? Ja, es sind eigentlich mehrere Kontextualisierungen fast nötig, um die Szene zu verstehen. Also die erste, die wir gesehen haben, spielt eben in der zerstörten Kunsthochschule. Also diese Ruine, wo all das inszeniert ist, ist die zerstörte Kunsthochschule. Athena, das sagt ja der Schauspieler, die hat kollaboriert mit ISIS, mit dem Islamischen Staat. Später im Film gehen wir dann, oder später auch im Stück, gehen wir mit ihr ja ins Lager, wo die Familien eingesperrt sind. Der ehemaligen Dschihadisten, die meistens tot sind. Und sie unterstützt die, also auch das Rote Kreuz, und das ist auch richtig. Also es ist eine sehr interessante Athena. Was wir jetzt sehen, ist eine Abstimmung in Wirklichkeit, und da entscheiden sich die Studenten für nichts. Sie enthalten sich eigentlich der Stimme. Sie nicht für den Tod, nicht für den Freispruch, weil das ist ja das tragische Prinzip, entweder alles oder gar nichts. Es gibt ja keinen Mittelweg, wie in der modernen Rechtsprechung, dass man sagt, okay, 20 Jahre, sondern entweder frei oder nicht frei. Und das ist nicht möglich.
diese Entscheidung ist nicht, nicht möglich. Es ist auch in der Wirklichkeit nicht möglich. Was macht man mit den Dschihadisten? Was macht man mit den Familien der Dschihadisten? Die werden umgebracht oder weggesperrt. Da hat man auch keine Lösung gefunden. Es gibt kein Verzeihen in so einer Situation. Es ist quasi unmöglich. Und das ist das, was wir da erfahren haben. Es ist nicht inszenierbar in Mosul, die dritte Szene, so wie sie geschrieben ist von Aischylos. Und sie war natürlich auch damals eine Utopie oder ein utopischer Anteil in dieser Tragödie. Es ist ja interessant, wenn man Tragödien liest, dann hat jede Tragödie die Hoffnung, die letzte zu sein, das tragische Prinzip abzuschaffen. Und das ist in der Orestie, die hin wiederum die erste Trilogie ist, die überliefert ist, schon da. Also gern würde die Tragödie das tragische Prinzip immer abschaffen, es geht immer weiter. Und das ist das, was ich vorher meinte, im zivilisatorischen Prinzip oder im Mindset, dass das nicht überwunden ist. Es müsste sich vielleicht ein anderes Mindset diese Tragödien aneignen, um sie anders zu erzählen. Jedenfalls, ja, funktioniert das die Abschaffung des Tragischen nicht im dokumentarischen Anteil der Inszenierung in Mosul selbst. Aber in der Gesamtinszenierung kam diese zweite Tribunalszene tatsächlich nach der inszenierten? Und war das auch so gedacht? Also war das sollte sozusagen auch durch das Spiel in Mosul irgendeine Art von Veränderung passieren? Oder? Ja, also ich meine, ich hatte mir schon einen wie soll ich sagen, viel, viel extremeren schillerschen Erziehungseffekt des Ästhetischen erhofft, dass alle für Freispruch plädieren und das Verzeihen durch einen Workshop eines Monats stattfinden. Das war natürlich nicht möglich. Und das war dann auch, also für mich ist das im Grunde auch der Ausdruck dessen, was ich meine mit Nachhaltigkeit in der Kunst. Man kann nicht 2 Jahre oder 3 Jahre nach Mosul gehen, man kann nicht 3 Monate nach Mosul gehen, man muss ein Jahrzehnt, 20 Jahre, 30 Jahre. Also es geht darum, dass da eine Struktur entsteht. Und ich glaube, das ist der vielleicht der bürgerliche Irrtum oder auch der Irrtum vielleicht auf linker Seite über engagierte Kunst, ich glaube, es heißt hier Theater und Politik, Kunst und Politik, dass ein Kunstprojekt das Mindset des Zuschauers oder des Darstellers, das ist ja die brechtianische Idee, dass der Arbeiter, wenn er arbeitet, quasi Bewusstsein entwickelt und herauswächst aus der Maschine, welches die Gesellschaft, der Kapitalismus, was auch immer ist, die Fabrik oder die traditionelle Gesellschaft, das ist natürlich nicht der Fall. Das sind viel, viel längere, komplexere. Deshalb glaube ich, sind meine Stücke oft, und auch Orest in Mosul, haben einen sehr starken utopischen Anteil, aber auch einen sehr starken, eine Art Melancholie der gescheiterten Aufklärung, die immer eigentlich mitspielt und eigentlich alles umwickelt. Also auch dieses Mad World, dieser etwas süßliche, traurige Song, der einer meiner Lieblingssongs ist, der hier auch immer im Hintergrund mitgespielt hat. Das ist für mich einfach eine Tatsache. Also, dass die Idee der gescheiterten Revolte gegen die Wirklichkeit einfach eingesetzt ist. Wir sind zu aufgeklärt über die Wirklichkeit, wie es tatsächlich funktioniert. Wir glauben dran, wir glauben nicht dran. Also, das ist der Akt der Kunst, glaube ich, dass man naiv und sehr, sehr sarkastisch vielleicht zugleich ist. Was ist eigentlich, also mir war das jetzt auch wichtig, diese Szene zu zeigen und auch diese langen Einstellungen auf der Bühne, weil das der Raum ist, in dem der Zuschauer sitzt in Europa. Also er hat den geschlossenen Raum, er hat die Begrenzung des Bildes und die Erweiterung nach Mosul passiert ja nur übers Video, also der Film kommt rein. Und diese unterschiedlichen Möglichkeiten von Film und Theater, wie du sie einsetzt, das würde mich auch nochmal sehr interessieren. Also hier ist es noch das Theater-Framing, aber es öffnet sich über das Video und über den Film. Wir kommen nachher zum Film und da stellt sich dann die Frage auch nochmal, was ist dann da der Theateranteil? Aber was ist hier die Rolle des Films? Was ist hier, welche Begrenzungen setzt jedes dieser Medien? Was ermöglicht das hier? Das würde ich gerne nochmal wissen. Ja, also ich meine, es gibt extrem viele offensichtliche. Natürlich sind Film und Theater die entgegengesetzten Medien. Und das ist das Interessante daran. Also Theater ist das Präsenzmedium, Film ist das Medium des Todes. Also Film ist immer, das Filmbild ist tot oder unsterblich, wie man will. Das Theaterbild ist immer nur jetzt da, ist ultrasterblich. Jeden Moment gibt es einmal. Und das klingt wie ein Klischee und es ist auch ein bisschen einfach.
Aber die Begegnung dieser Bilder ist interessant und vor allem, wenn man es quasi dokumentarisch verwendet, die Kamera. Also wenn man die Kamera als ein Medium verwendet, das gewissermaßen, oder das eine ethnografische Qualität hat, vielleicht eine stoische Qualität hat, die etwas zeigt, was so ist. Und dann, indem es quasi für ewig so aufbewahrt ist, wie es ist, das ist ja tatsächlich auch die Angst, die man als Gefilmter vor der Kamera hat, nachher konfrontiert wird mit der Reinterpretation, die jedes Mal stattfindet mit einem Publikum oder mit den Schauspielern auf der Bühne. Ich habe ganz oft Kommunikation, also zum Beispiel, ziemlich oft habe ich in meinen Stücken Menschen, die schon tot sind, die ich habe zwei Stücke, die gehen im Grunde nur über Menschen, die tot sind, auf Bildern. Und das ist Every Woman und das ist Grief and Beauty, das gerade in diesem Moment spielt in Lausanne. Und wo eine Frau uns gebeten hat, ihren Tod zu filmen. Ah, ja. Und wir das zeigen. Und das ist eine extreme Begegnung im Sinne des Dokumentarischen. Dass man etwas sieht, was natürlich den ethischen Rand des Darstellbaren bezeichnet. Und versucht, das dann in eine Solidarität des Lebens hineinzubringen, welches das Theater ist. Und für mich ist es immer, als würde hier, ja, etwas verklitscht gesagt, die Überwindung des Todes stattfinden, die für mich immer das Filmbild ist, das quasi in der Konfrontation mit dem Theater. Man sagt ja, Heiner Müller sagt, und das ist ein Satz, den ich der Wiederholung, La Reprise, das einzige Stück, das wirklich die 10 Punkte des Manifests befolgt. Zitiere, Heiner Müller sagt, das Theater ist ein Dialog mit den Toten, der im Jetzt stattfindet. Und das ist etwas, was natürlich extrem interessant ist, wenn man dann diesen Dialog mit den Toten, ich habe gerade gestern, muss ich einen Text schreiben über Kinder der Toten von Jelinek, der verfilmt wurde von einer New Yorker Avantgarde-Theatertruppe, die kein Deutsch kann und das Buch ist nicht übersetzt, haben sie sich erzählen lassen und haben den Film nach den Erzählungen der Steiermärker nachgedreht, an Schauplätzen in der Steiermark. Das ist ein toller Film und die Zentralszene ist, eine alte Nazi-Tante macht ein Geheimkino und lädt da Menschen ein, die die ganze Zeit Super-8-Filme ihrer toten Liebsten, von Kindern und so weiter, weil es gibt eine Frau und sie will halt ihren toten Nazi-Mann wiederfinden, es gibt eine Frau, die kann ins Bild hineintreten, die kann quasi das Filmbild zu einem Theaterbild machen. Und diese Frau tritt dann ins Bild ein, aber dummerweise tut sich das Bild dann auf und die toten Nazis, die Zombies kommen raus ins Leben. Und das ist die Begegnung von Film und Theater. Und es gibt einige Filme, die handeln von dieser Begegnung. Meine Stücke, könnte man sagen, handeln ganz oft von dieser, also es wurde mir klar, als ich dann diesen Jelinek-Film besprochen habe und quasi analysiert habe, dass das ein Thema ist, das mich extrem interessiert, neben natürlich dem propagandistischen, dem allegorischen und so weiter und einfach auch der Aufgehobenheit von Vorgängen, der Archivierung von Vorgängen, die natürlich im Theater unmöglich sind. Wir wollten auch über diese Tribunalszene deswegen sprechen, weil es viele Arbeiten gibt, wo du eben einen Gerichtsraum produzierst, und zwar einen, der zwar durch den, also wie Kongo-Tribunal, Moskauer Prozesse, Zürcher Prozesse, wo das Theater als Startpunkt funktioniert, also sozusagen erstmal eine Bühne aufbaut, aber dann ist es eigentlich ein Gerichtsraum, der mit den Formalia des Gerichts arbeitet. Und das ist auch eine Art von Verschränkung von zwei Szenerien eigentlich, aber die eine ist normalerweise nicht als Szenerie wahrgenommene, wirkliche, das ist das Gericht, während das Theater natürlich klar die Szene hat. Und diese Verschränkung dieser zwei Szenen, das interessiert mich, was eigentlich das eine der anderen antut oder ermöglicht. Du hast mal gesagt oder geschrieben, es ist ein Wechsel von der Logik des Diskurses in die Logik des Urteils, die durch das Gericht passiert. Aber de facto wird das Urteil zwar gesprochen, aber ja nicht unbedingt ausgeführt. Also auch die Logik des Urteils tritt in eine andere Logik ein. Und also dieses gegenseitige Framing,
die nur möglich ist, weil die zwei Zähnen verbunden werden. Mich hat das irgendwie, also mich hat das daran erinnert, der ursprüngliche Begriff der Szene, also der Zähne, ist ja nicht die Bühne, sondern ist ja das Gebäude hinter der Bühne im antiken Theater. Also es ist sozusagen der Ort, aus dem aufgetreten wird, ob das jetzt nur eine Kulisse ist oder eine Brücke. Es ist das, was etwas erscheinen lässt und nicht der Ort, wo es erscheint. Und ich dachte, ob das, also ob man es damit auch fassen kann, was eigentlich passiert, wenn ich einen Theaterraum mit einem szenischen Raum aus dem, also wenn ich einen Gerichtsraum mit einem szenischen Werkzeug aus dem Theater frame, also ob ich dann etwas anderes erscheinen lassen kann und umgekehrt. Also wieder diese Frage eigentlich nach dem Wirklichwerden der Darstellung und dem Darstell- oder performativ werden der Wirklichkeit. Also wie erklärst du dir diese Verbindung von Gerichtsszene und Theaterszene? Ja, also ich glaube, dass jeder von uns einerseits unzufrieden ist mit Diskurs und unzufrieden ist mit Kunst. Unzufrieden ist mit Wahrheit und unzufrieden ist mit Einfühlung. Und ich glaube, man muss Räume finden, und das ist eben der allegorische Raum, wo Wahrheit und Einfühlung zusammenkommen. Oder ich sage mal, die Prinzipien von Wahrheit und Einfühlung. Jeder, der auf ein Gericht... Der Gerechtigkeitsinstinkt ist ein Grundinstinkt. Man kann einen Kohlhaas lesen. Ich erinnere mich an Beleidigungen meines Gerechtigkeitssinns und ich denke, jeder, als ein Kind war. Und ich habe zwei Töchter und ich sehe, wie sie darauf reagieren, wie sie auf die Liebe reagieren und wie sie auf... Also es gibt hier einen Instinkt. Badiou hat ja viel darüber geschrieben, der fast mathematisch ist in unserem Geist. Er hat eine fast ideelle Qualität. Und das ist der... eben der Liebes- oder der Wahrheitsinstinkt. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es etwas, was Einfühlung ist, und Einfühlung braucht Zeit. Und Einfühlung hat damit zu tun, dass man mit etwas, man kann sich einfühlen in das, was man ist, aber einfühlen in etwas, was man nicht ist, ist die Einfühlung. Und dafür braucht man Zeit. Und dafür braucht man beispielsweise ein Gericht, gibt jeder Meinung, jeder Position die absolute Möglichkeit, die triumphierende und einzige Wahrheit zu sein. Und das führt beim Zuschauer, wenn er zuguckt, indem du plötzlich 30 Minuten oder insgesamt 10 Stunden orthodoxen Wahnsinnigen, so würde ich sie nennen, wenn ich ihnen nicht zuhören würde, in Moskauer Prozessen zuhörst, und plötzlich verstehst du sie. Und plötzlich, jenseits von Opportunismus, gibst du ihnen wirklich Recht. Und da denkst du wirklich, sie haben Recht. Warum hat Pussy Riot in dieser Kirche gespielt? Warum haben sie das getan? Warum haben sie die Gefühle der Gläubigen besetzt? Wissen Sie, was Glaube ist? Ist Glaube nicht wichtiger als politische Meinungsäußerung? Plötzlich folgt man dieser Idee eines anderen, weil man die Zeit hat, weil man in einem Raum ist, wo dieser Möglichkeit, diese Absolutheit gegeben wird. Und das ist der Gerichtsraum. Und das hat mich immer interessiert. Das ist ganz sehr, sehr unterschiedlich. Man kann das natürlich melodramatisch verquicken, aber das ist sehr, sehr unterschiedlich, das Tragische vom Melodramatischen. Es gibt ja das berühmte Ding, der Tod der Tragödie, dieses Buch. Und das beginnt damit, Georges Steiner hat das geschrieben, und das beginnt, da ist nicht so ein gutes Buch, es ist sehr eine Materialsammlung, aber es hat für mich einen Anfang, auf der ersten Seite steht ein Satz, der hat mich immer beeindruckt, der sagt, der Unterschied von der Drama zur Tragödie ist, dass die Tragödie nicht heilbar ist. Also bei Ibsen, das ist ein Drama, ein bisschen mehr Hygiene, ein bisschen mehr Frauenrechte, dann ist alles gut. In der Orestie, da wird nichts diese Welt heilen. Es ist nur ein Fake im dritten Teil. Es gibt Antagonismen, die sind nicht überwindbar. Man kann verzeihen oder man kann töten, aber es gibt nichts dazwischen, das ist die Tragödie. Und ich glaube, dass der Gerichtsraum auch diesen extremen Antagonismus hat. Jemand wird frei. Man sieht das in all diesen, also ich verfolge durch Black Lives Matter ganz viele dieser Polizeigewaltprozesse in den letzten 2 Jahren. Und da geht es immer darum, ist es Mord? Wird er freigesprochen? Weil wenn er freigesprochen, also das ist diese Entscheidung des Kollektivs, ist so klar, unglaublich wichtig. Man hört auf jedes, man guckt auf jedes Bild, alles wird bedeutsam, alles wird zur Szene, alles wird eines Mordes in Wahrheit. Und die Entscheidung ist alles entscheidend, weil sie die Wahrheit sein wird. Und ich glaube, dass, wenn man solche Räume schafft, wo diese Anspannung ist, Ich war sehr, eins der schönsten Lobe, die ich gehört habe, als wir die Moskauer Prozesse gemacht haben mit Mascha Gessen, also eine Autorin, die ich sehr mag, eine sehr gute Putin-Biografie geschrieben,
die ist da gekommen und hat darüber berichtet und hat gesagt, sie hätte nach 2 Stunden hätte sie vergessen, dass sie in einem Fake-Gericht ist. Und dann hat sie plötzlich mitgefiebert. Und ich weiß, das ist eine naive Auffassung von, fast zirkusartige Auffassung von Theater, aber diese Spannung, vielleicht auch Hypnose, die jetzt gar nicht nur durch Gerichtstricks oder Antagonismen stattfindet, sondern auch vielleicht durch ein wirkliches Zuhören und Einfühlen, das ist für mich Sinn dieses Formats. Das ist was anderes, also beim Film machst du dann eine Schnittfolge und dann arbeitest du natürlich mit Geschwindigkeiten und dann stellst du diese Art von Spannung, Entspannung auch hier, aber es ist eine andere als die im Theater. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, und vielleicht kommen wir jetzt zum neuen Evangelium, dass man dann anfängt, quasi die Möglichkeiten der beiden Wahrheitsmaschinen, Theater und Film, miteinander zu verbinden in eine Dialektik, die nochmal was anderes hervorbringen kann, finde ich, als jedes Format für sich. Gut, dann kommen wir zum neuen Evangelium. Das ist ein Filmformat, ein Dokumentarfilm, wird es eingeordnet, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, weil die erzählerischen oder die dramaturgischen Momente so stark sind, dass man sich fragt, was wird denn eigentlich dokumentiert? Ist das, und es ist ja auch eine lange Geschichte, also es ist natürlich die Passion Christus und das ist wird in Matera reenacted und gefilmt, also an dem Ort, an dem auch Pasolini gefilmt hat, an dem Mel Gibson gefilmt hat. Aber eigentlich ist die Geschichte vor der tatsächlichen Inszenierung in den Straßen von Matera enorm wichtig und nimmt mindestens die Hälfte des Filmes ein. Und das ist deine Begegnung mit Ivan Sagné und er organisierte die Proteste in Mezzogiorno für die migrantischen sogenannten illegalen Arbeiter in der Landwirtschaft, die Tomaten und die Orangen sammeln, da sie meistens keine Aufenthaltsrechte haben, rechtlos dort arbeiten, ausgesetzt sind in Strukturen. Das Ganze wird auch noch durch die Mafia natürlich ausgebeutet und organisiert. Und er hat da vor vielen Jahren begonnen, zu versuchen, gegen diese Caporalato Struktur anzuarbeiten mit der No-Cup-Bewegung. Und ihr seid euch begegnet und das ist die gemeinsame Recherche, ist ein wesentlicher Teil dieses Filmes. Kannst du dazu noch mal was sagen? Also, wie das dann sich verbunden hat mit der ursprünglichen Idee, die Passion in Matera zu filmen? Ja, ich wurde von Matera, die tatsächlich die Stadt ist, wo die berühmten Jesusfilme gemacht wurden, von Pasolini, dann Mel Gibson und so weiter, eingeladen, ein Projekt zu machen. Ich wollte einen Jesusfilm machen. Ich habe dann diese Schauspieler aus diesen Vorbildfilmen um mich geschart und kam da an und fand tatsächlich diese Situation. Mafia unterdrückt, Hunderttausende von Menschen, die für kein Geld illegal auf diesen Tomatenfeldern arbeiten, treffe dann auf Ivan, der charismatische Anführer dieser verschiedensten Splittergruppen ist, tatsächlich eine moderne Jesusfigur. Und dann wurde mir klar, das ist der Link. Die Geschichte ist ihm heute noch erzählbar. Und ein Theologe, der den Film, also ganz viele Leute aus der Kirche haben den Film gesehen, ich glaube, sein Erfolg liegt darin, dass es ein religiöser Film ist. Und der hat gesagt, dass Und hier kommen wir wieder zum Allegorischen. Die Bibel ist keine, das Neue Testament ist keine historische Erzählung. Sie hat einen historischen Anteil, aber sie muss sich immer neu realisieren im Akt des Glaubens und in dem Fall natürlich im Akt des Films. Und dann findet die Reduplikation statt, also die Beziehung zu den Vorgängerfilmen, die Beziehung zwischen Revolte und Jesusgeschichte, die Beziehung zwischen Dreharbeit und Gedrehtem und die Beziehung zwischen Innendruck einer heutigen Revolte und Innendruck einer historischen Revolte. Und da merkt man plötzlich, wie unglaublich ehrlich und komplex das Neue Testament ist, dass es aus verschiedenen, sich widersprechenden Perspektiven erzählt wird. Das zeigt, dass der Führer nicht fällt, weil das Imperium zu stark ist, sondern weil seine Jünger von ihm abfallen, weil sie ihn verraten, weil sie ihn verleugnen. Was mit jeder linken Bewegung passiert unter dem Außendruck des Systems. Vor allem zeigt es, dass wir noch im gleichen System leben. Viele Leute wissen teilweise in den Szenen gar nicht, ich
verwende ja manchmal in den dokumentarischen Szenen Sprache aus der Bibel. Das ist aber gar niemandem aufgefallen, nur einigen Profis des Worts. Die haben das dann quasi gesehen. Und das war für mich unglaublich interessant. Und, ja, und das andere war für mich interessant zu sehen, der Begriff der Propaganda, weil, also wäre ich der Kirchengründer gewesen, hätte ich dieses Buch wirklich radikal umgeschrieben. Weil es ist als Propagandainstrument absolut unbrauchbar. Man musste es ja, es wurde ja lange aus dem Latein dann auch nicht übersetzt, bis im Protestantismus, weil man gewusst hat, wenn die Leute das lesen, dann kommen so viele Widersprüche auf. Also es fängt schon damit an, dass der Messias von einem anderen Messias getauft werden muss. Also das ist ja schon komplett widersprüchlich. Dann wird er noch verraten. Dann flippt er auch noch aus. Und in zentralen Szenen ist er ein Narzisst. Also es ist wirklich unpassend. Am Schluss ist er am Kreuz und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist aber Gott. Also wie kann Gott von Gott verlassen? Also, und das ist so ein wirres Durcheinander, dass man das einfach hätte schnell verschwinden lassen müssen. Und das fand ich interessant in Bezug auf eine Geschichte, wie man sie erzählt, ist ja eine Propaganda, da hat man nicht 7 verschiedene Perspektiven. Da unterbricht man die Geschichte nicht die ganze Zeit, da dekonstruiert man nicht den Helden. Das macht aber das Neue Testament. Also man sieht, wir haben noch eine andere Erzähltradition als die Heldenreise, ne? Wie eigentlich 99,999 aller Geschichten erzählt werden. Es gibt eine Geschichte, wo quasi, und das ist beim Jesusfilm so, wo du immer das Making-of auch noch siehst, wo es immer noch einen Kommentar gibt über das, was gerade gemacht wurde, wo die Leute selber nicht genau wissen, wo das hinführt. Ganz viele Sachen sind so kleine Verwicklungen gewissermaßen. Und das ist dann zur Anleitung geworden, wie man vielleicht einen Jesusfilm machen kann, so wie dieses Buch eigentlich geschrieben ist. Und das hat mich interessiert. Und eine andere Sache, die mich natürlich interessiert hat, ist die neorealistische oder die Pasolini-Ästhetik, die mir immer extrem nah war, die ja auf eine ganz irrwitzige Weise eben extreme Einfühlung und extreme Abbildung eben auch wieder im Allegorischen zusammenbringt. Man ist diesen Leuten ja immer ganz nah, gleichzeitig gibt es aber eine ganz seltsame Autorealität. Das ist ja keine bewegliche Dogmakamera, das ist immer eine ganz autoriale Kamera und gleichzeitig hast du das Gefühl, jeder Mensch ist der erste und einzige Mensch, den er zeigt. Man sieht eigentlich im Auge des Zuhörenden, Pasolini-Filmen, das habe ich auch gemacht, ganz oft die Leute, die Jesus zuhören. Du musst Jesus gar nicht mehr sehen, weil du Jesus im Zuhören siehst. Und all diese Sachen, oder es gibt keine Overshoulder-Shots bei ihm. Jeder steht ganz alleine im Raum. Es ist ja dieser neorealistische Ding, wo sie gesagt haben, wir filmen nicht über die Schulter, sondern wir filmen einfach hier hin und her. Und all diese Sachen, wo man denkt so, wow, das ist so archaisch. Und gleichzeitig ist es halt ganz, ganz direkt und super modern. Und ich glaube, all diese Sachen, die man natürlich dann in der Sprache der Bibel, deshalb ist ja Pasolinis Bibelfilm auch so clever, weil die Sprache, also ich habe Altgriechisch gelernt in der Schule und dann liest man zuerst die Bibel, weil das ganz einfach ist. Das ist einfach wirklich nur Aussagesätze, ein nach dem anderen. Das kann man nach 2 Jahren Altgriechisch, kann man die Bibel lesen. Und das ist halt wirklich, und so zu filmen, ne? Und das ist irgendwie das ist die Grundidee von diesem Film. Neben Humor und Gewalt und anderen Obsessionen, die ich halt habe, ist das die Grundintention? Also der Ausschnitt, den wir jetzt zeigen, der passt da auch zu dem, was du jetzt gesagt hast. Man muss aber daran erinnern, dass der kommt ungefähr nach einer Stunde, der Ausschnitt. Und vorher ist sehr viel auch einfach eure gemeinsame Recherchereise von Ivan und dir. Und da ist die Kamera auch mit vielem konfrontiert, wo man merkt, es ist ganz schwer, auch Kommunikation herzustellen. Also auch von Ivan zu den Arbeitern, die natürlich isoliert sind und Angst haben. Und der Protest, den ihr auch gemeinsam zum Teil dann, oder so sieht es zumindest aus, dass die Rivolta della Dignità auch sehr stark von eurer gemeinsamen Arbeit angetrieben wird, auch mehr Öffentlichkeit dadurch bekommt. Das ist eine Sache, die den Film dann so durchstrukturiert. Und ab diesem Zeitpunkt jetzt ist es tatsächlich das erste Mal so, dass man Ivan, der die Hauptrolle spielt, der den Christus spielt in der Passion, der gleichzeitig aber der Aktivist ist in diesem politischen, in dieser politischen Dokumentation, die du auch zeigst. Und hier ist er das erste Mal im Kostüm.
in einer politischen Agitation. Also da deckt sich das auf einmal. Das würde ich jetzt gerne mal zeigen. Dafür muss ich hier wieder mit der Technik spielen. Ah ja. Se uno vuol venire con me, rinunzi a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Voi dite, intanto non serve a nulla lottare e combattere perché la situazione non cambierà mai, che questo mondo rimarrà sempre così. Vi sbagliate. Il nemico non è chi è disperato, ma è chi getta i popoli nella disperazione. Il nemico non è chi fugge, ma chi costringe gli esseri umani a fuggire. Questo sono i nemici. Fratelli e sorelle, non sarà facile, non sarà semplice, perché sarete attaccati, sarete insultati, sarete derisi. Diranno che la nostra è una lotta presuntuosa e che è anche blasfemia. Ma se noi non combattiamo oggi, quando lo faremo? Se non siamo noi a combattere, chi lo farà al nostro posto? Questa rivolta, la rivolta della dignità, è la rivolta dei nostri tempi. Perché chiunque combatte per la propria dignità, combatte per la dignità e il benessere di tutti gli esseri umani. Hasta la vittoria sempre! Ja, also was wir gesehen haben, ist ja zum Teil in der Logik der Konstruktion dieser Passion und dieses Reenactments, wenn man so will, aber eben auch des Films. Also die Jünger, die du zeigst, sind ja zum Teil sind die Arbeiter, mit denen Ivan eben auch den Protest organisiert, zum Teil sind es, glaube ich, auch Aktivisten, aus anderen Zusammenhängen. Also das ist so eigentlich in der Logik. Aber was wir sehen, ist natürlich auch, also jenseits der Dokumentation, oder es ist eine Agitation per se schon selber.
Ist es gestaged? Also hast du, also es hat eine enorme affektive Wucht und es hat eigentlich auch selber was von einem Statement. Und ich glaube, wir sehen dich auch mit Ivan tanzen. Ja. Ja, genau. Also ich marschiere da ja auch mit. Ich bin ja auch ab und zu tauche ich im Film auf, relativ selten, aber ab und zu. Und also der ganze Film beginnt eigentlich damit, dass ich und Ivan da auf so einem Dach über Matera stehen und gucken mal, okay, wo findet denn eigentlich diese Passion dann statt? Wo drehen wir die? Und dann beginnt sich parallel tatsächlich seine Welt, was die Welt des Aktivismus ist, die Welt des, der Genossenschaften und also der Kampf geht ja weiter. Wir sind jetzt, ich habe heute mit ihm telefoniert, wir haben ja jetzt schon fast 1000 Menschen sind aus dieser Illegalität rausgekommen, indem sie bei ihm angestellt werden. Wir treiben ja diese Tomaten in ganz Deutschland, der Schweiz, Belgien. Und das ist eigentlich ein Riesenerfolg. Es ist ein ganzes Distributionssystem und der Film ist gewissermaßen ein Propagandamittel, um Menschen, die im Film mitspielen, zu regularisieren und zu Bürgerinnen Europas zu machen. Das ist die Idee. Also es ist irgendwo im Grunde was ein und das, was ich am Anfang meinte, als wir über das Gente Manifest sprachen, es geht nicht darum, einen Film zu machen, es geht darum, die gezeigte Welt zu verändern, indem man einen Film macht, nachhaltig zu verändern. Nicht ein bisschen Freude während den Dreharbeiten und dann tschüss, sondern dass das wirklich Menschen sind, die mit dieser Würde, die im Film erkämpft, aber auch in Konflikten vielleicht nur teilweise erreicht wird, wirklich zu erreichen in der Wirklichkeit und eine Nachhaltigkeit zu erreichen, nämlich ein Distributionssystem für Film und Tomaten, was gewissermaßen eine gesamte Lieferkette ist, vom Konsumenten oder Zuschauer bis zurück zum Produkt oder zum Arbeiter, das dann nicht mehr zerstört und zerstampft werden muss. Und ich glaube, und jetzt diese eine Szene angeben, es gibt alle möglichen Ebenen der Realität, das ist eine Demo für die Rechte der illegalen Landarbeiterinnen und Landarbeiter. Das kommen dann auch noch das ist immer ein Konflikt gewesen im Film. Es kommen die italienischen Kleinbauern dann auch dazu. Die haben sich da eigentlich zum ersten Mal zusammengeschlossen. Der ganze Film handelt aber auch vom Konflikt im Grunde zwischen Ivan und Gianni Fabris, also dem Anführer der italienischen Kleinbauern. Die Probleme von Solidarität, das ist ja kein Spaß, sondern es ist Konflikt. Also eine andere wichtige Ebene im Film und natürlich auch im Neuen Testament. Und ich glaube, die Szene, die wir hier sehen, die ist gestaged in dem Sinne, dass wir sie in Kostümen gemacht haben, dass es durchs Tor geht, wo Mel Gibson und Pasolini den Einzug nach Jerusalem gefilmt haben. Das ist unser Einzug nach Jerusalem. Und das ist auch der Höhepunkt, natürlich im Neuen Testament, aber auch bei uns, wo quasi Jesus seinen großen Moment hat, die ganze Bevölkerung ist mit ihm. Und dann beginnt natürlich diese Gegenbewegung, also bei uns wird das Lager geschlossen, seine Jüngerinnen beginnen auch in Wirklichkeit an ihm zu zweifeln, was bringt das alles, wenn das Lager geschlossen wird, müssen wir dem wirklich folgen, diesem Ivan Sani, und im Grunde beginnt dann die Gegengeschichte, die am Kreuz endet. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, ist quasi der Höhepunkt, wo, ich sag mal, politische Kampagne und Filmästhetik, aber auch die positive Propagandaerzählung im Grunde ideal funktioniert für einen Moment. Und wo das auch affektiv dann so als Triumph wahrgenommen wird und wo man natürlich auch all diese, also eben die bösen Produkte werden zerstört, die Ökonomie fällt. Das ist übrigens die Tempelreinigung. Die Tempelreinigung ist bei uns die Zerstörung eines Supermarkts. Also wir haben, und das ist auch in der Bibel so, für einen Moment ist Jesus ganz oben und alle denken so, okay, der Typ hat einfach recht, da laufen wir mit. Und dann beginnt es zu bröckeln. Und die Polizei ist ja dann diese Gegenmacht, ne? Das ist der Beginn der Räumung des Lagers. Ja. Ich würde gerne die Diskussionsrunde jetzt auch öffnen in den Zuschauerraum hinein, also soweit Sie hier präsent sind oder eben auch über digitale Medien. Also wer Fragen hat, hier im Raum, kann sie gerne stellen. Gut, sonst würde ich erstmal weitermachen. Es ist auch eine affektive Komposition, die dadurch diese Art der Montage passiert. Also du gehst in diese Ekstase, die halb fiktiv, halb real ist, die gleichzeitig eine Funktion in dieser Erzählung der Passion hat, die auch immer diese doppelte Ebene bewahrt.
dann kommt dieser harte, also du ziehst die Musik noch rüber in das nächste Kapitel. Im Film sind das ja immer sozusagen Kapitel, wenn man sich die technische Struktur anguckt. Und die beginnt mit diesen Bildern der Polizei. Die Musik geht noch rüber und dann bricht sie ganz hart ab und die Polizisten kommen einem auch so entgegen. Und dann geht man in dieses geräumte Lager, in dem man in den ersten 10 ja war, also das man kennt. Und das ist für mich auch eine Art, wie du, also das würde ich gerne nochmal genauer hören, wie ist der Film montiert, wie ist er geschnitten, nicht, sondern du arbeitest eigentlich mit so einer Montage, die zwar analytisch gesteuert ist und auch von einer Analyse der Bedingungen, der Wirklichkeitsbedingungen ausgeht, aber im Produkt Affekte konstelliert. Das ist so mein Eindruck. Also, und wenn das stimmt, würde ich eben gerne wissen, was sind so diese Affektgeneratoren und in welcher Weise willst du sie präsent haben? Weil die Dramaturgie des Skandals ist ja nicht deine. Ja, ja, das ist eine schwierige Frage, weil mir das nicht ganz, ich glaube, nicht ganz bewusst ist. Ich glaube, dass die Montage das ist, was einem am meisten individualisiert. Also jeder schneidet. Es gibt ja, da ist ja wirklich die Unendlichkeit der Möglichkeiten gegeben. Und abgesehen von einer minimalen Erzählstruktur kann man alles anders schneiden. Deshalb kann man nicht einfach mit irgendeinem Cutter arbeiten oder man kann nicht einfach irgendwie da das Material an jemandem geben und der macht was, weil da entsteht der Film wirklich nochmal ganz neu. Und für mich ist eigentlich, also einerseits dieses fast Pavlovsche, dass man gewissermaßen mit Musik, mit einer Langsamkeit der Schnitte, was Pasolini extrem stark macht, eine Art mit halb metaphysische Rührung, also so eine Art ja, katholische Auffassung von Bilderpolitik. Also dass es so ein Ritual ist, eine Überformung eigentlich der notwendigen Mittel. Also dass es so ein bisschen barock ist, dass man eigentlich mehr macht, als es eigentlich brauchen würde. Man sich aber immer wieder in einen ethnografischen Blick zurückzieht. Kaum hat man es gemacht. Diesen ethnografischen Blick auch zeigt, es gibt ganz viele Szenen, die, da geht es um Zuschauen. Also es gibt zum Beispiel, eigentlich fast bei allen Szenen sieht man irgendwelche Zuschauer. Man sieht im Grunde bei der zentralen Folterszene, findet das vor so einer kleinen Tribüne statt, wo die Darsteller von Gibson und Pasolini sitzen und sich das angucken, wie wir das machen. Und dann geschockt sind oder weggucken oder was auch immer. Und wo das quasi im Film selbst reflektiert wird. Natürlich wird das Politische an der Emotion oder das Melodrama, an der analytischen Form und so weiter, die begegnen sich die ganze Zeit. Weil ich glaube, dass das ein normales Vorgehen ist. Und für mich immer wichtig war, ich habe eigentlich immer, wenn ich Filme geguckt habe, speziell übrigens Bibelfilme, habe ich mich immer gefragt, Pasolini ist ein bekanntlicherweise ein Meister und ein Genie und er kann den Menschen ins Gesicht gucken, habe ich das Gefühl, und man hat das Gefühl, man kennt sie irgendwo und das kann dann reichen. Es reicht aber nicht immer. Und ich will wirklich wissen, wer sind diese Menschen, die das spielen? Warum spielen sie es? Warum spielen sie es so? Da habe ich auch ganz viel Leidenschaft für Laientum. Also, dass die vielleicht schlecht spielen, das ist überhaupt nicht wichtig. Also man sieht zum Beispiel Jesus, Ivan Sagnier, sieht man wirklich im Film wachsen als Schauspieler. Am Schluss ist er richtig gut, am Anfang ist er richtig schlecht. Und das ist wirklich eine Sache, die ist ganz wichtig, dass man diese Zeitstruktur sieht, das ist die wirkliche Zeitstruktur, vielleicht jetzt ganz gemessen an einer im Grunde unwichtigen Professionalität des Schauspiels. Und dann gibt es die erzählerische Zeitstruktur und dann begegnen sich diese Zeitstrukturen. Es gibt die verschiedenen Blicke und man muss irgendwann aufhören zu schneiden, weil natürlich kann man das immer weiter treiben, man kann das immer komplizierter machen. Das ist aber auch schade. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, also jetzt drehe ich gerade einen anderen Film und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin noch viel mehr, ich hatte beim Jesus-Film dann teilweise viel zu wenig Zeit für die einzelnen Charaktere. Ich habe mich viel mehr gedreht, ich kann noch viel mehr erzählen über die Apostel, aber irgendwann merkst du einfach, es ist keine Zeit. Dann wird der Film 15 Stunden lang. Und ich glaube, das ist das Schwierige beim Film,
ist diese Zeit, die man hat und die Möglichkeit, so viele andere Erzählungen zu machen, während man im Theater diese Möglichkeit viel weniger hat, weil die Zeit drängt. Und weil du im Theater halt immer diese eine Spannungsspur über 90 Minuten oder zwei Stunden, die im Jetzt wirklich funktionieren muss, machen kannst. Und im Film kannst du wirklich die Zeit, also du hast wirklich nochmal andere Möglichkeiten. Und das ist die, und das ist alles, alles gebunden an die Montage. Ich glaube, jetzt gibt es eine Frage im Raum. Wie läuft das? Ach ja, da gibt es ein Mikro. Ja, Stefan Diller ist mein Name. Ich weiß nicht, ob Sie mich schon... Doch, ich glaube, jetzt kann man mich auch sehen. Vielen Dank, Herr Rau. Ich fand das alles unglaublich spannend und interessant. Möchte jetzt nochmal nach einer anderen Sache fragen, beziehungsweise an den Anfang vielleicht nochmal zurückgehen. Es war von dem Genter Manifest die Rede. Und ich wollte mal nach Manifesten etwas fragen. Sie haben ja, wenn ich das richtig weiß, ich habe es nicht gesehen, aber darüber gelesen, unter anderem, dass, wenn man das Manifest nennen möchte, diese große European Declaration of Independence war, glaube ich, der schlimme Titel dieses Pamphlets von Anders Breivik in einem theatralischen Szenario verlesen lassen. Also ein Text, der ja ja, vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass er eben nach einem furchtbaren Terroranschlag oder im direkten Zusammenhang damit publik gemacht wurde. Das wäre jetzt vielleicht nochmal eine Frage nach der drängenden und fatalen Zeitlichkeit. Also das war ja ein Punkt, den Sie jetzt zum Schluss auch nochmal angesprochen haben. Also was ist sozusagen dieses Jetzt des Manifests, das ja gleichzeitig eigentlich ein ankündigender, fordernder Text ist, wenn man das an so einer Stelle aufgreift, wo tatsächlich diese fordernde Sprache eben mit einem mit so einer Art von Tat sozusagen einhergeht. Das will ich jetzt nicht sozusagen kurz schließen mit Ihrem eigenen Manifest, aber mich interessiert tatsächlich diese Verbindung von Forderung und Aktion, ja, was ja eben terroristisch nicht sein kann, aber in dem Fall ja auch gewesen ist. Und vielleicht noch ein anderes Projekt, das ich leider auch nur vom Lesen kenne, dazu zu nehmen, diese St. Gallner Aktion, also die, glaube ich, vielleicht sagen Sie auch noch was dazu, auch irgendwie als theatralische Aktion gerahmte, aber dann ja irgendwie in die ganze Stadt ausgreifende Idee oder eben auch nicht nur Idee, sondern das Projekt für Ausländerstimmrecht zu werben. Ich habe nur in einem Vortrag, den ich kürzlich gehört habe, da auch irgendwie Plakate gesehen, die ja irritierend irgendwie anders aussehen als dieses irgendwie progressive Vorhaben und eigentlich eher mit so einer Art von völkischer, wenn ich das so sagen kann, Ästhetik spielen. Also dieses Ausgreifen in die politische Aktion, wo es einem aus verschiedenen Gründen sehr unbehaglich werden kann. Das würde mich interessieren, wie Sie das einsetzen. Vielen Dank. Die erste Sache ist Breiviks Erklärung. Und das ist tatsächlich nicht, das ist eine Kleinigkeit, es ist nicht das Manifest, sondern es ist die Verteidigungsrede, die er hält. Relativ zu Beginn seines Prozesses. Und ich war da im Nationaltheater in Weimar und habe eigentlich was anderes geprobt. Und dann hat mein Assistent gesagt, meine Tante ist Gerichtsreporterin, die ist da im Oslo im Gericht und die hat das aufgezeichnet, weil das wurde nicht ausgestrahlt. Und dann habe ich gesagt, das soll mir mal den Text geben und er hat mir das übersetzt. Und das war ein wunderbarer Text, kurz, also das ganze Manifest in einer Stunde. Und sehr klar, ein bisschen redundant. An einer Stelle hat Breivik das Blatt, das er abgelesen hat, er hat es auf beiden Seiten beschrieben, mehrere Blätter, dummerweise nochmal umgedreht und dann einfach den gleichen Teil nochmal gelesen. Das habe ich dann genau so in der Inszenierung auch gemacht. Das ist mir quasi ein Lapsus unterlaufen. Und was da passiert, ist eigentlich das Gleiche. Das framet man natürlich, bringt es dann, also zu Weimar wurden wir rausgeworfen, das läuft heute noch, das Stück übrigens.
Weil ich dachte, man müsste mal zuhören. Man müsste nicht einfach nur vier Worte und sagen, es ist ein Trottel, sondern mal wirklich eine Stunde lang. Und dann habe ich meine Tante, sie ist Deutsch-Türkin, gefragt, ob sie das vorlesen kann. Und dann ist die einzige Sache, die sie macht, sie kommt rein, sie beginnt zu lesen, und wenn es das geringste Unaufmerksamkeit gibt, sie hat sehr feine Antennen, jemand ist nicht ganz ruhig, dann wartet sie einfach, bis es ganz ruhig ist. Und nach ungefähr 10 Minuten fangen die Leute an, sich gegenseitig zu überwachen, weil es dauert immer länger. Und dann wacht man wirklich darauf, dass niemand nur ein bisschen quietscht mit dem Stuhl. Und es ist extrem unangenehm, es dauert richtig lange. Und man hört wirklich zu, weil sonst meine Tante aufhört zu reden. Und die Breivik spielt. Und dann hört man sich wirklich an, was der sagt. Man hört sich wirklich an, was der sagt. Und das ist interessant. Man beginnt darüber nachzudenken. Und der menschliche Geist funktioniert ja so, dass man grundsätzlich immer an das glaubt und mit dem einverstanden ist, was man zuletzt wirklich gehört hat. Deshalb funktioniert ja Propaganda. Also man glaubt, ich merke das auch, wenn ich Leuten zuhöre, ich habe jetzt in Zürich gecastet für Wilhelm Tell, ich hatte einen Corona-Leugner, der hat 2 Stunden auf mich eingeredet und hat wirklich sehr überzeugend gesprochen. Am Schluss habe ich war total überzeugt. Und ich dachte dann plötzlich so, warum glaube ich denn nicht dran? Und plötzlich merkt man, das ist das Politische. Ich glaube nicht daran, weil ich an was anderes glaube, weil ich Motivation habe, an was anderes zu glauben. Und dann entdeckt man die Motivation des Politischen. Und das ist natürlich auch in St. Gallen, und das war ein Propagandaprojekt, die Einführung des Ausländerstimmrechts. Und da haben wir alle Propagandamittel angewendet. Wir hatten eine Propagandaministerin. Wir haben aus Scherz haben wir all diese Nazimittel genutzt. Wir haben auch diese Frakturschrift. St. Gallen, steh auf, Sturm, brich los. Wir hatten immer so Veranstaltungen. Und die Idee war, dass nach einem Monat die Mehrheit dafür ist für das Ausländerstimmrecht, und vorher war die Mehrheit nicht dafür. Und da gab es wirklich zwei, ich habe darüber einen langen Text geschrieben, wie Propaganda im Grunde funktioniert, wenn es darum geht, etwas durchzusetzen, was einem richtig erscheint. Und da haben wir dann alle Symbole miteinander vermengt, dass quasi in gewisser Hinsicht ja jeder damit einverstanden und nicht damit einverstanden sein kann und dass am Schluss eine Mehrheit entsteht, die das Ausländerstimmrecht annimmt. Es ist dann am Parlament gescheitert. Jetzt bin ich wieder an einem ähnlichen Projekt, aber es ist, das war wirklich politische Einflussnahme. Und ich glaube, dass also das Framing zu verschieben, was einem logisch und einleuchtend und zwingend erscheint, also wo das Wort zur Tat oder Wirklichkeit werden muss, ist Propaganda. Und das hat mich immer. Und das ist ja das Gleiche im Grunde wie Emotionen auf einer anderen Ebene. Und das hat mich immer sehr interessiert. Ich habe zum Beispiel letzthin, zufällig, ich weiß gar nicht mehr warum, hatte ich so alte Reden. Ich habe mir noch einmal eine ganze Hitlerrede wirklich angehört. Letztens, ich weiß nicht mehr genau, es war irgendein Podcast, dann habe ich mir das angehört. Und dann ist man erstaunt, wie gut diese Rede ist, weil man sich ja gewöhnt ist, es werden einem immer nur die Momente gezeigt, wo Hitler wie ein Irrer schreit. Und plötzlich merkt man, das war ja wirklich überzeugend, und zwar sogar für jemanden, der weiß, was passiert ist. Also es ist verrückt. Und dann sagte ich mir, und das ist der Grund, warum wir Liberalen oder vielleicht sogar Linksliberalen, ich weiß nicht, wie Sie politisch eingestellt sind, aber es ist einfach von der Dummheit des Gegenübers ausgehen, weil wir es uns gar nicht anhören. Und ich glaube, das ist für mich der Punkt, oder das haben ja die, also wenn man beispielsweise die Orestilis ist, dann fragt man sich, warum fängt es eigentlich damit an, dass Agamemnon 40 Seiten lang gefühlt voller Freude über die Kriegsgräuel und Vergewaltigungen spricht, die er in Troja begangen hat. Also was ist der Sinn? Was ist dieses dramatische Sprechen? Warum müssen die Leute eigentlich über diese Grauel sprechen? Warum ist die Gewalt, muss sie dargestellt werden? Warum gibt es diese bösen Meinungen? Und das sind Sachen, die, ich glaube nicht, dass es gerecht wäre, Propaganda zu betreiben, ohne der Gewalt und dem Bösen und der Übertöpelung des Zuhörenden einen Platz zu geben. Mhm. Vielleicht kann man es so sagen. Es gibt noch eine weitere Frage. Ja, Denise, was? Vielen Dank, Herr Rau, und auch vielen Dank, Karin Krauthausen, für dieses sehr inspirierende Gespräch. Es gibt
Zwei Fragen aus dem virtuellen Zuschauerraum. Die eine Frage betrifft das neue Evangelium und lautet, was gab es bei der Produktion für Reaktionen aus Lokalpolitik und vor allem aber auch aus den kirchlichen Gemeinden von Matera? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage ist eine allgemeinere Frage, Ihre Arbeit betreffend und auch Ihre Rolle als politisch motivierter Regisseur betreffend. Inwieweit haben Sie selbst in Ihrer Arbeit eine politische Position und wie beeinflusst diese Ihr offenes Zuhören im Prozess? Beziehungsweise andersherum, inwiefern beeinflusst Ihr offenes Zuhören Ihre politische Meinung? Ja, also ich glaube, die zweite Frage ist tatsächlich die interessantere. Also ich kann die erste mache ich ganz kurz. Aber die zweite ist eine sehr tiefe Frage. Sie betrifft ja eigentlich alles, was ich gesagt habe. Und die erste Frage ist eine faktische. Also da gab es natürlich rechtsnationale Kreise, die sehr stark sind in Italien, die einen schwarzen Jesus nicht toll finden, illegale Einwanderer nicht toll finden und so weiter. Das kann man sich vorstellen. Und die kirchlichen Kreise, man muss sagen, da bin ich im Grunde ein bisschen von der Kirchenkritik, die man zwangsläufig gerade, ich wohne in Köln, mit all diesen Missbrauchsskandalen und so weiter, Völlerei natürlich hat, bin ich abgerückt, weil die Kirche in der Flüchtlingsarbeit einfach der wichtigste Player ist in Süditalien. Da gibt es keine staatliche Arbeit. Die NGOs sind schwach, die haben natürlich auch kein Geld. Die Kirche hat eben Menschen, Institutionen und die setzen sie ein, in guter Weise, nicht alle, aber sehr beeindruckend. Und die sind natürlich sehr offen gewesen für dieses Projekt. Die haben gemerkt, das ist die Lesart der Bibel, die, sagen wir, bei einem schwindenden metaphysischen Glauben natürlich die aktuell zwingende und für sie auch sinnvolle ist. Und auch dann in der Verwertung des Films haben wir ganz viel mit Theologen, mit Kirchen, mit gläubigen Menschen zusammengearbeitet. Ivan Sanier ist eben sehr, sehr gläubig. Wir haben Und das war vielleicht, hätte ein großer Konflikt sein können, ist aber nicht ein Konflikt gewesen, dass ja 80% der Apostelinnen sind Muslime. Also fast alle sind Muslime. Dann gibt es noch ein paar Atheisten und einer glaubt, und das ist Jesus selbst. Und also an Jesus Christus. Und am Schluss im Film endet es auch damit, dass im Abspann, dass er da zu diesen anderen Aktivisten sagt, jetzt haben wir einen Jesus-Film gedreht und kein einziger ist bekehrt. Die Frage, und das ist interessant, ob die Einfühlung im Geistigen oder im Emotionalen dazu führt, dass man von etwas nicht nur ins Wanken gerät, sondern von etwas überzeugt ist, was man vorher nicht geglaubt hat, auch wenn man es faktisch vielleicht gar nicht unterstützt, ist natürlich die zentrale Frage der Kraft der politischen Kunst oder vielleicht eben der Propaganda im Grunde. Also was können Framings die Einfühlung erzwingen, stärker machen als Framings, die darauf nicht zurückgreifen, die rein analytisch sind. Und das ist das Witzige, das habe ich, wie gesagt, in diesem Ausländerstimmenrechtsding gemerkt, dass Propaganda im ganz klassischen Sinne egal wie viele Kontrollmechanismen es gibt innerhalb vom Internet oder von irgendwelchen Zugänglichkeit von Wissen und vielleicht auch von der Gesamtbildung der Bevölkerung und von der Multiplizität der Stimmen, wenn etwas wirklich überzeugend ist, wenn ein Mensch wirklich überzeugend ist, wenn man eine Beziehung zu einem Menschen hat, wenn man ihn vielleicht sogar bemitleidet und sich dadurch noch mehr einfühlt, umso mehr kann das passieren. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mit einigen wirklich sehr klugen Leuten, die sich einfach ablehnen zu impfen, im Übrigen lehnen auch fast alle meine Biobauern, die da mitspielen, im Jesusfilm lehnen es ab, sich zu impfen. Ich musste für die Premiere, das finde ich jetzt kriminell, wir mussten ja Impfscheine fälschen, damit die überhaupt zu ihrer eigenen Premiere gehen konnten. Also ich selber bin aus verschiedenen Gründen, die man jetzt anführen könnte, natürlich für die Impfung eines Opportunismus. Also mir scheint der Preis nicht sehr hoch. Aber und der andere ist natürlich eine Art von Solidarität, dass man einfach schlimme Verläufe verhindert und deshalb und so weiter. Aber ich kann, wenn man wirklich mit Leuten spricht, die gegen Impfung sind, ich kann es total nachvollziehen. Ich kann es total einfühlen. Ich habe das total verstanden.
obwohl ich finde, es ist falsch, wenn man quasi rauszoomt, kann ich das total, total verstehen. Das ist jetzt natürlich ein einfaches Beispiel, wo man auch sagen kann, es ist jetzt nicht so wichtig, wie du lässt dich von Breivik überreden. Das Interessante ist, man kann sich auch von Breivik überreden lassen. Man kann sagen, ja, es gibt eine Ideologisierung des Multikulturellen in unseren Medien. Es gibt Masseneinwanderung. Es gibt ein Verbot des nationalen Gedankens, weil das zum Faschismus führt. Es gibt eine Einstellung der medialen europäischen Eliten, die eher links ist. Das ist tatsächlich wahr. Das ist wahr. Die Frage ist nur, und das ist dann die politische Antwort darauf, und die wird nicht ausgeschaltet durch Einfühlung, glaube ich, dass man trotzdem davon überzeugt bleibt, dass der ethnische Staat, also falls es ihn jemals gegeben hat, einfach noch beschissener ist als der postmoderne Kapitalismus. Also ich glaube, es ist halt, man wägt dann ab und das ist, ja, und das ist die Frage. Aber ich glaube, klar, wenn du in einem geschlossenen Raum bist, und das passiert natürlich immer, wenn du in Inszenierungen steckst, wo du wirklich beginnst, zwingend an etwas zu glauben, weil es sonst nicht spielbar ist, dann gerät man schon in den Rausch hypnotischer Propaganda. Und ich glaube, das ist auch eine Notwendigkeit. Also es ist ja nicht, dass du kannst dagegen Wagner sein, aber dann gehst du Wagner hören und das ist wirklich, das ist ja eine totale Übermannung. Also das ist einfach, das ist toll. Und das Gleiche mit Billie Eilish oder was auch immer. Also wenn du, natürlich durchschaue ich die, wie das gemacht ist, aber gleichzeitig denke ich so, wow, das ist ja der Wahnsinn. Und das ist eine, ich weiß nicht, was das Wort ist, eine Erreichbarkeit, die man auch nicht aufgeben oder abtrainieren sollte. Oder wenn man es macht, ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber wenn man es macht, dann verliert man natürlich eine große Fähigkeit. Also man kann zum Beispiel, keine Ahnung, man kann sich entspannen und zum Beispiel den Gerechtigkeitssinn abtrainieren und sagen, es ist mir egal, wenn mir Unrecht geschieht. Es ist mir egal, wenn jemand anderem Unrecht geschieht. Das ist gar nicht so schwierig, aber dann hat man einfach einen Erzählsinn nicht mehr. Und das ist, oder und das macht ja keinen Sinn. Ne? Also vielleicht muss man auch dazu sagen, also du hast es ja gerade schon angesprochen, den Erzählsinn. Und was du gerade sagtest zwischen dem sich in etwas hineinbegeben, was nicht deine Position ist und auch nicht die Position deiner Arbeit ist, aber was du in dem Moment der Konfrontation glaubst, das ist das, was Pasolini als freie indirekte Rede beschrieben hat. Das ist genau das, was er entwickelt hat an dem Evangelo Secondo Matteo-Film, also dass er gesagt hat, er ist Atheist, er ist nicht gläubig und er muss in eine doppelte Position gehen, er muss sozusagen in die Figurenhaltung gehen und in die des Erzählers. Und die Figurenhaltung ist die eines Gläubigen. Und die muss er wirklich einnehmen, um den Film machen zu können. Aber es gibt auch diese andere Position und das ist eine Art von Framing, die es dann auch braucht, die es ja auch bei deinem Breivik-Stück gibt. Es gibt eine letzte Frage. Wir sind nämlich auch am Ende der Zeit angekommen, aber die möchte ich unbedingt noch hören. Und ich, Edel, ich würde dir... Ja, großen Dank. Ich habe auch interessiert zugehört und Ihrer Formel vom Erzwingen der Einfühlung so etwas hinterhergedacht, weil das in einem Kontext fiel, wo Sie einerseits über die Impfpflicht gesprochen haben, sehr vorsichtig und den Zwangscharakter herausnehmen wollten, aber beim Einfühlungserzwingen viel weniger Schwierigkeiten hatten, mit diesem harten Begriff zu arbeiten. Und vor dem Hintergrund würde ich ganz gerne nochmal auf die beiden Projekte, von denen wir Ausschnitte gesehen haben, zu sprechen kommen, die ja besonders sind insofern, als hier das Reenactment wirklich durch massive und man muss auch sagen abendländische oder jedenfalls in Westeuropa sehr präsente Prätexte gefiltert ist. Und ich habe mich gefragt, gerade in Bezug auf Orest in Mossul und das Projekt, inwiefern da nicht auch Zuschauerperspektiven, weil ihr Publikum natürlich auch vorwiegend, denke ich, hier in Westeuropa angesiedelt ist, Zuschauer- und Darstellerperspektiven, Akteursperspektiven kollidieren. Mich hat das deshalb beschäftigt, weil ich gerade jetzt in den aufwühlenden Szenen, die wir gesehen haben, den Eindruck hatte, die Sachen sind nur ganz begrenzt vergleichbar. Ja? Also in der Orestie geht es irgendwie um ein Herrscher,
Geschlecht. Und das heißt nicht, dass beim Trojanischen Krieg nicht sehr viele leiden mussten. Nur das interessiert Aischylos in dieser Trilogie überhaupt nicht. Und es ist wirklich nur das Problem der Atriden, was auch für den letzten Teil der Eumeniden bedeutet, dass diejenigen, die da zu Gericht sitzen, selber nicht betroffen sind in dem Sinne, dass sie eigene Opfer zu beklagen haben. Sie sind Partei, sei es für das Mutterrecht oder das Vaterrecht. Und das geht irgendwie egal aus, aber sie haben nicht diese Art des Involviertseins, wie das ihre Darsteller. Und insofern habe ich mich gefragt, geht es da eigentlich, geht es in der Orestie ums Verzeihen? Oder geht es, mir schien, das war da eine ganz verkehrte Vokabel. Und das ist keine Kritik an dem Projekt, sondern ich habe mich vor diesem Hintergrund gefragt, was heißt es eigentlich für die Akteure, sich mit so einem Stoff wie der Orestie oder den Eumeniden in dem Fall auseinanderzusetzen, der ihr Problem in einer bestimmten Weise nicht adressiert und auch klar macht, das lässt sich durch Abstimmen jetzt gar nicht so einfach lösen. Sie haben mit Bezug auf den Evangelienfilm gesagt, dass die Muslime keine Christen geworden sind. Das nimmt es von der anderen Seite nochmal etwas auf. Aber deswegen die Frage, ob die Prozesse, die Sie anstoßen, also dieses sich bespiegeln, Orestie einerseits, Situation in Mosul andererseits, ob das nicht aus einer Zuschauerperspektive plausibler ist als aus einer Perspektive der Darsteller, für die das eben gerade kein Reenactment ihres Selbsterlebten ist, sondern die Aneignung eines Theatertextes, der ein bestimmtes Problem auch verstellt. Das ist jetzt sehr zugespitzt formuliert, aber vielleicht haben Sie ja Lust zum Widerspruch. Dankeschön. Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss halt, also das ist halt die 20%-Regel des Genter Manifests. Also mich interessiert Eischloss und die Bibel einfach nicht. Also wir nehmen einfach, wir haben ein Kollektiv und wir nehmen, was wir brauchen können, um den Konflikt zu beschreiben, den wir haben. Und wir vergewaltigen die Texte total. Also da bin ich absolut gleicher Meinung. Wenn man den Jesusfilm beispielsweise kritisieren will, dann ist alles Metaphysische draußen. Jesus ist auch kein Heiler. Er läuft einmal übers Wasser, weil das natürlich eine Metapher ist fürs Mittelmeer gesehen und Flucht, die sehr wichtig ist. Aber sonst ist alles draußen. Man muss schon sehr, sehr atheistisch sein, um das nicht zu sehen. Also das haben 90% der Leute alles nicht gesehen, weil die natürlich alles Atheisten sind. Und eigentlich, ich hätte die Bibel komplett reingenommen. Aber eigentlich habe ich eine total... wir haben einfach das genommen, was wir brauchen konnten. Und dann haben wir es noch so verändert, dass es gepasst hat. Also ich glaube, es ist nicht... also da haben Sie, ich kann nur sagen, absolut recht. Also das Kollektiv, das ein Text behandelt wird, Autor. Und das ist die Regel bei uns. Und natürlich ist auch, die Zuschauenden sind auch, sind daran auch beteiligt. Wie gesagt, wir haben in den Proben Zuschauer, wir hatten jetzt bei der Orestie zum Beispiel, es sind ganz viele Szenen, die wir nicht gesehen haben. Am Anfang erzählen wir so ein bisschen eine Geschichte des Irak. Und dann waren da immer Iraker und die haben reingerufen und gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und da musste man es ändern und so. Und dann waren sie auch dabei. Und so entsteht das und wir hatten viel mehr, es sind ja nicht 20%, es sind eher 5% noch Aischylos. Und sogar das ist dann teilweise so montiert, dass es passt. Das habe ich mich dann teilweise bei der Bibel, haben wir wirklich teilweise Sätze, konnte man nicht verändern, weil die bekannt sind. Aber das ist für mich, ich kann mich erinnern, ich habe mal Literatur studiert und dann haben wir Rilke gelesen und ich bin ja ein ganz schlechter Autor und das ist jetzt keine Qualitätsgeschichte. Aber das war so im ersten Seminar und dann habe ich dem Professor gesagt, ja, aber hier am Schluss, das wäre doch klarer, man würde es hier so umschreiben. Und dann hat er gesagt, das kann der Leser nicht. Der muss das interpretieren, aber der kann es nicht umschreiben. Ich habe immer also wenn wir proben und dann haben wir Eischloss und dann sagen die Leute, das passt für mich nicht, dann schreiben wir das um. So. Und natürlich gibt es eine schöne Friktion, wenn ein Text eine Distanz hat und in einer Herrschergeschlechtslogik ist oder in einer Poesie, die wenig Sinn macht. Und also zum Beispiel die ganzen Gespräche zwischen Agamemnon und Klytämnestra sind natürlich extrem undramatisch für unsere jetzigen Augen, weil im Grunde reden sie einfach irgendwas und sie lockt ihn auf den Teppich, weil der Teppich ist halt der Mordort, wo sie dann das darf. Und das kannst du gar nicht erzählen. Sowas. Und das sind dann Sachen, wo uns die Konflikte wichtiger werden als das, was wir, was man quasi philologisch sagen müsste, wäre eine ehrliche Auseinandersetzung mit einem Text.
Okay, vielen Dank. Wir müssen leider hier zum Ende kommen. Und was, doch noch eine Frage? Okay, also ist euer Spielraum. Milo, noch eine Frage. Ja, es gibt tatsächlich noch eine Frage einer Zuschauerin, die erstmal Ihnen beiden sehr herzlich fürs Gespräch dankt, das sie sehr spannend fand und nochmal nach der Musik fragen wollte. Also Musik als diegetisches Mittel, inwiefern spielt Musik eine Rolle in Ihrem Kommentar? Und gerade auch im Hinblick auf den Song, den wir vorhin gehört haben, Mad World. Das ist genau die Frage. Das erste Mal, dass ich nach, das war nach der Befreiung und als wir ans, also bei den ersten Castings an die Akademie gegangen sind in Mosul, war da eine Band und die ist eigentlich immer da, so ein paar Professoren mit ein paar Studenten haben so eine Band. Und dann haben wir sie gefragt, was spielt ihr? Und dann It's a Wonderful World spielen sie und Mad World ist auch ein Lieblingssong. Und dann hatten sie noch zwei weitere. Und ich war immer wegen Donnie Darko, ich weiß nicht, ob jemand diesen Film kennt, da wird Mad World immer gespielt. Und ich war immer ein großer Fan von Donnie Darko und ich war ein großer Fan von diesem Lied. Und dann waren die auch Fans von diesem Lied. Und dann haben wir im Grunde verschiedene Varianten gespielt und auch dann verschiedene komponiert, also eine klassische Variante, eine ganz simple Piano-Variante, eine Pop-Variante, eine Grusel-Variante und haben die verwendet. Ist vielleicht nicht so interessant. Sehr interessant ist die Musik bei Pasolini und dann auch in unserem Film. Also da haben wir uns ein bisschen an seiner komplett eklektischen Sache orientiert. Und haben dann Sachen, also ich habe Vinicio Capossella, der ein sehr wundervoller italienischer, der auch die Stimme spricht im Übrigen, aber der auch ein sehr guter Songwriter ist, sehr bekannt, der hat uns sehr geholfen bei der Rivolta della Dignità, weil der hat halt Millionen von Fans und ich habe keine Fans und der hat dann immer so die Flyer verteilt und auf seinen Konzerten darüber geredet. Und ich habe ihn dann gefragt, es gibt ja Sometimes I Feel Like a Motherless Child, das ist diesen Nina Simone-Song, diesen alten Sklaven-Song, wird eingespielt bei Pasolini, der macht aber wenig Sinn, wenn man den heute einspielt, weil der diese Bedeutung nicht mehr hat wie in den 50ern und auch sehr stark mit dem Pasolini-Film irgendwie assoziiert wird. Und dann habe ich Vinicio gefragt, ob er einen Song macht, der das Gleiche aussagt. Und dann haben wir begonnen, mit diesen ganzen Elementen zu arbeiten. Und ich glaube, Musik ist ganz oft, ob man es weiß oder nicht, verweist auf andere, also vor allem bei Filmen, auf andere Kunstwerke oder Filme, in denen es gelaufen ist. Also es ist ganz schwer, keine Ahnung, für mich zum Beispiel die Freimaurermusik von Mozart, die wir auch übrigens in dem Ausschnitt verwendet haben, den wir gesehen haben, das ist das zentrale Stück bei Pasolini und das hängt für mich total zusammen mit diesem Film. Oder die Idee, dass man Songs plötzlich ausstellt und wieder einstellt, das ist auch ein Trick von Godard natürlich, aber auch den Pasolini ab und zu macht. Und quasi von so einem ethnografischen Normalton dann plötzlich in diesen super auktorialen Filmton reinzugehen. Oder dass man quasi, und ich meine, viele Dinge, die natürlich Pasolini macht, sind an die Möglichkeiten, die er technisch damals hatte, gebunden. Also dass Musik und Sprache schwieriger zu mischen war früher. Heute kann man alles mischen. Und ich keine Ahnung, ich beschränke manchmal meine Mittel, um ein altes Kino zu imitieren und auch in den Songs. Also eine einfache, beispielsweise die beiden Vinicio Capossella-Songs, die hört man einfach ganz und die sind im Film sogar untertitelt, weil die Aussage wichtig ist. Ja. Aber da könnte man lang sprechen, es ist jedes Mal ein bisschen anders. Ich mag es auch immer, wenn die Schauspieler irgendein Instrument spielen und dann kommt das natürlich auch vor. Ja, vielen Dank, Milo Rau, und auch vielen Dank für deine große Bereitschaft, zu allem Auskunft zu geben, unerschöpflich. Ich glaube, das ist auch genau das, was du sagtest, dass du komplett auf einen Dialogpartner dich einlässt und dann alles glaubst und du bist ja mit jeder Frage, mit allem mitgegangen. Und das ist wahnsinnig dankbar für uns auch, also weil wir da einfach sehr viel erfahren und
also sehr reich nach Hause gehen werden, reich beschenkt. Vielen Dank für diesen Abend. Vielen Dank für die Einladung und die Fragen und deine Gesprächsführung. Und danken würde ich auch gerne den Mosse Lectures, den Organisatoren und konzeptuellen Hirnen für diese sehr, sehr schöne Thematik, Theater der Gegenwart. Und der nächste Termin, den kündige ich jetzt als letztes auch noch an, das ist der 27. Januar. Und da wird es ein Gespräch geben zwischen Hans-Ulrich Gumprecht und Jonas Lüscher zu dem Thema, welche Präsenz braucht die Gegenwart? Und dabei belassen wir es für heute Abend. Vielen Dank.